Hey ho. Oh. Und jetzt ist leer. Leute, kurzes Vorwort. Ich habe es geschafft. In diesem Video wird der Rechner komplett vollendet. Er hat mich nochmal ein paar klitzekleine Nerven gekostet. Zuletzt mit der Windows-Installation. Ich habe zuerst Windows komplett, oder ja, Windows selber neu draufgehauen gehabt, aufgespielt gehabt. Ja, und mir war es dann ehrlich gesagt zu blöd. Ich weiß, ein Windows Clear Install ist wesentlich besser, aber ich habe dann einfach die Samsung Festplatte geklont und mein System läuft. Gerade eben noch die letzten Treiber drauf geschmissen und tja, jetzt kann ich dieses Video bearbeiten, damit ihr das sehen könnt und hier. Ich kriege eine Packung Bratmaxe und einen Sack Kohlen von Benediction TV. Na, da hoffe ich mal, ob er zu seinem Wort steht, was er hier geschrieben hat und mir das auch zuschickt. Tja, er hat darauf gewettet, dass diese Woche kein Video mehr mit dem PC geschnitten wird. Pech gehabt. Aber jetzt, Leute, schaut euch das Video an, lehnt euch zurück, genießt es. Ich weiß noch nicht, wie lange das wird, aber ich hocke mich jetzt hin, bearbeite und schmeiße es dann raus. Leute, viel Spaß mit dem Video. Dann wollen wir mal das Ding heute umbauen, komplett fertig bauen, so dass er läuft. Ich hoffe, es klappt alles und keine dummen Sprüche wegen meiner Brille. Ich habe die 2,50 Euro Brille vom Tobi rausgekramt. Meine normale habe ich im Betrieb liegen lassen. Naja, so, mein alter Tower mit dem i7-4750K. Ja, da brauchen wir jetzt die Festplatten raus, Grafikkarte und was wir sonst so brauchen. Viel wird es nicht sein. Laufwerk werde ich auf Lager legen. Das kommt dann eh nicht hinten rein. Das war ein Blackstar Blu-ray Laufwerk. Das habe ich aus einem anderen Rechner noch mit raus. Und ja, und wer jetzt meint, er kann sich kaputt lachen, wächst im Dreck da drin. Haha, hihi, den muss ich bitterböse enttäuschen, weil ich bin ja nicht bescheuert, ich habe das Ding nämlich gerade noch ausgeblasen, haha, mit Druckluft hinten, haha. So, halt, andere Seite auch noch runter, hier hätten wir übrigens noch den zweiten 140 mm Lüfter. Aber den verbaue ich jetzt nicht. Vielleicht irgendwann einmal noch. Das weiß ich noch nicht. Weil einer ist schon drin. Ich sag ja, ich habe weiter gebastelt. Oh weh. Auf der Seite sieht man es noch. Puh. Staubige Angelegenheit. Dann werden wir hier erst einmal das erste Laufwerk rausrupfen. So, komm raus, du Made. Alles leichter gesagt als getan. So, 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 so. Eine 2 Terabyte Western Digital. Die kommt damit rein. Der Rechner hatte übrigens auch schon 32 GB Arbeitsspeicher. Meine RTX 2070 Rock Strix. Nee, doch RTX. Ja Leute, wie gesagt, die habe ich mir erst im Dezember, Januar gegönnt. Und nö, ich sehe es jetzt nicht, da hinten Haar von mir drin. Wie kommt es da rein? So eine Sau. Und ich sehe es jetzt nicht ein, dass ich mir eine Karte der 30er Serie hole. Ist mir viel zu viel Geld für den Moment. Was nicht ist, kann ja noch werden.
aber die Grafikkarte, was ich will, die Rockstrix, kostet auch was, 1000 Euro. Und nee, vorher kommt der ordentliche Prozessor dann, der große, da drüben rein. Wir erstmal gucken, was in nächster Zeit rauskommt. Ich hatte ja auch im letzten Video gesagt, wenn man die M2, ja, das Festplattenteil unten in den zweiten Schacht reinschiebt, fallen dann SATA-Anschlüsse weg. Sollte das wirklich der Fall sein, rupfe ich mir hier oben die SATA-Karte raus und mache die in den Rechner rein. Tja, dann habe ich auch nochmal 4 Anschlüsse. Weil in dem Rechner werde ich die wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Hier wird höchstwahrscheinlich nur noch eine 250 GB SSD verbaut. Die muss ich mal noch organisieren. Und wahrscheinlich von meinem ganz alten Rechner die Grafikkarte. Oder vom Schatzi-Rechner, das weiß ich noch nicht. So. Uiuiuiuiui. 1 Terabyte Samsung SSD, also ihr seht schon, bei mir zu Hause schon eine leicht staubigere Angelegenheit, aber auch bei uns wird eigentlich jeden Tag gesaugt, aber bei über 100 Jahre alten Haus, ne, über 120 Jahre haben wir es mittlerweile, die Fehlböden, die Decke, da kommt halt doch immer wieder mal was runter. Also nicht viel, aber man merkt es halt, dann ein Holzofen zum Schüren mit den Kaminen und so. Also im Rechner merkt man das extrem. Hilft nichts, auch wenn man wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag komplett raussaugen. Naja, egal. So, dann, die Festplatte ist leer. Und hier sind meine anderen Daten drauf. Auf den zwei unteren Festplatten. Es müsste nochmal eine 2 Terabyte und einmal eine 1 Terabyte Festplatte sein. Jo. Nochmal eine Western Digital. Das war, glaube ich, meine Backup Festplatte für Windows. Oder auch Windows. Und hier haben wir nochmal eine schöne 2 Terabyte Festplatte. Ja, somit habe ich dann meine ganzen Daten in den Rechner drin. Wo mache ich jetzt weiter? Die Dinger brauche ich nicht. Die kann ich hier wieder neu machen. Den Deckel kann ich da dabei drauf tun. Es war ein schönes Gehäuse, muss ich schon sagen, aber eine sehr staubige Angelegenheit. Weil den einzigen Staubfilter, wo das Gehäuse drin hatte, war hier unten am Netzteil. Und von vorn hat er halt mal richtig angesaugt und durchgeblasen. So Leute, ich schraube jetzt noch schnell die Festplatten hier raus. Leg die Käfige hier mit rein und dann kann ich den Rechner zumachen. Und wir können dann mit dem anderen weitermachen. Bis gleich. Ja, das Netzteil hängt noch im anderen drin. Hat von euch sich vielleicht einer gedacht, will das der Trottel nicht mal ausbauen? Tja, ich habe mir noch ein neues RM850X rausgelassen. Ich habe jetzt keinen Bock gehabt, das Netzteil aus dem anderen Rechner rauszubauen. Hätte ich sowieso dann ein neues gebraucht noch. So. Ja, dann haben wir uns halt einfach eingestellt. Waren zwar jetzt wieder ein paar Euros mehr. So, das werde ich jetzt auch noch überleben. So, noch ein paar
Kabelbinderchen, dieses Riesenhandbuch, Anschlusskabel, das brauche ich jetzt momentan eh nicht. Aha. Dann haben die ganzen Kabel in so einem Ding drin. Kann ich gerade was nachgucken. Also hier der Stecker, das kann ich jetzt gleich verraten, ist hier teilbar vom 8 auf 4 Pin. Kann man das so sehen? Die AMD Mainboards haben ja noch den zusätzlichen 4 Pin Anschluss oben drauf. Wenn man jetzt am Kabel nur so einen dran hat, den kann man auch so draufstecken und einfach die Hälfte von den 4 Pins, von den 8 Pins, die Hälfte einfach in der Luft hängen lassen. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei dem gemacht. Aha. Schöne Kabel. Wirklich schöne Kabel. Aber für mich absolut nicht relevant. Ohne Kabel verkaufen sie ja das Netzteil leider nicht. Was wir hier jetzt aus diesem Karton brauchen, ist das Netzteil. Die Kabel wandern wieder komplett rein. War da nicht noch eine Außenhülle drüber? Nee, Schmann, nur Folie. So. Ja, somit hätten wir unser Netzteil. An Stromkabeln benötige ich noch zweimal SATA. Es wäre ja beim Gehäuse dabei gewesen, der hier, der wäre extra hier für die Festplatten gewesen. Plop, plop, plop. Ja, aber wenn ich schon solche Kabel habe, dann nehme ich doch die. Das sollte genauso wunderbar funktionieren, wenn nicht noch schöner. Was brauchen wir noch? Ein 2x8 Pin. Ich könnte auch zwei einzelne nehmen, aber für was? Für was? Ja, das ist genau ein Kabel. Passt wunderbar. Für die Grafikkarte. Das brauchen wir noch alles. Und dann können wir weitermachen, Leute. Wir können definitiv weitermachen. Ja, ich habe noch einen Käfig vergessen. Also in den PC-Bauvideos von allen anderen, da macht es immer Huibu und die haben ihre Rechner komplett dran stehen. Also so einfach ist es natürlich nicht. Man hat da ganz schön Schraubarbeit und Schraubensucharbeit. So Leute, wo ich damals meinen Rechner umgerüstet habe von der normalen Festplatte auf diese SSD, also ich kann es euch sagen, das war ein Geschwindigkeitszuwachs vom Hochfahren von allen. Das war der Hammer. Wer noch alte Festplatten drin hat, kauft euch eine SSD und tauscht die einfach aus. Samsung hat da zum Beispiel eine richtig geile Software, die klont einfach von die Original-C-Festplatte direkt auf die SSD und es läuft alles zu 100%.
Also da gibt es absolut gar keine Probleme. Und ja, jetzt gehen wir endlich auf den ganzen Kabelsalat ein, was ich hier schon vorproduziert habe. Ich hatte am Abend noch ein bisschen Langeweile, habe immer wieder, ja, da, das könnte man machen, das könnte man machen. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Die Kabel hier hinten reingebunden, hier den ganzen Kabelstrang schon mal halbwegs hier hin. Die Kabel habe ich hier unten schon festgemacht. Hier unten habe ich den 140 mm Lüfter eingesetzt. Die habe ich jetzt noch locker gelassen, eben wegs den Laufwerksschächten hier, weil wäre ja blöd, wenn es drüber liegt und dann muss ich da rumpopeln. Ja, und jetzt halt gehen wir zum Netzteil. Das wird erst einmal hier weggeschraubt. So, Freunde, ich habe schon Videos gesehen, da haben die das Netzteil verkehrt rum reingesetzt. Was für ein herrlicher Blödsinn. Also das Netzteil der Lüfter immer nach unten. Und jetzt schrauben wir erst einmal den Rahmen da fest und dann kann ich das Netzteil reinstecken und anstecken. Dann kommen wir jetzt zum Anstecken des Netzteiles. Ja, da wäre es natürlich vom Vorteil, wenn man das ganze Zeug vorher reinmachen würde. Aber ich habe es halt jetzt so rum gemacht. Das wäre dann für die Grafikkarte. So, dann komme ich hier mal etwas näher. Ja, das hätte ich mir vielleicht wirklich vorher überlegen sollen. Aber jetzt bin ich schon so weit und das kriege ich auch noch reingepopelt. Aber ohne Cam. Ja Leute, warum habe ich das kurz ohne euch gemacht? Naja, ganz ehrlich, ich wollte eine dampfen. Ich habe jetzt hier das Netzteil nochmal leicht gelöst. Dann ist es noch ein Stückchen nach unten gerutscht und dann endgültig angezogen. Und jetzt werden wir uns gleich hier dann noch um den Kabelsalat kümmern. Tja, das ist halt jetzt hier auch wieder etwas wuchtiger geworden. Aber da schneide ich hier den Kabelbinder nochmal auf und dann legen wir das ordentlich rein. Was ich noch gemacht habe, ich habe die ganzen Sleeve-Kabelverlängerung wieder rausgemacht. Warum, zeige ich euch dann von der anderen Seite, wenn wir direkt aufs Mainboard drauf gucken, weil die haben jetzt keinen Sinn ergeben. Das USB-Anschlusskabel ergibt mir Sinn. Das hier, das sieht man wunderbar. Naja, und die hat man halt so gut wie gar nicht gesehen. Also überflüssiger Kabelsalat hinten drin. Aber jetzt machen wir gleich dann weiter. Also das Hauptkabel habe ich hier jetzt reingepopelt, habe hier unten noch zwei Kabelbinder hingemacht, dass das ja nicht in den Lüfter reinkommen kann. Und jetzt noch was anderes zu diesem USB-Anschlusskabel, was da unten drin liegt. Ja, da hat man mir geschrieben, haben sich die Leute wirklich Gedanken gemacht. Danke dafür. Aber es passt definitiv nicht auf dieses Mainboard, weil ich brauche einen USB 3.1 Gen 2 Anschluss und den haben wir auf dem Mainboard einfach nicht. Ja, die anderen USB-Anschlüsse sind ja alle schon aufgebraucht, also wird das auch nichts mit Adapterkabel. Ja, wie gesagt, maximal hinten raus und schauen wir mal, ob ich da nicht noch ein Kabel organisiere. Gut, Festplatten. Das ist wunderbar entkoppelt, also da muss ich sagen, nicht schlecht von Fraktal Design. Werden da die Gummipinöpel reingepöpelt, dann kann die Festplatte hier hinein. Und dann haben wir hier diese Schräubchen, die gehen dann nämlich durch die Gummipuffer komplett durch und entkoppeln so die komplette Festplatte. Gut, mich persönlich hat das Rumgeeiere von den Festplatten jetzt noch nie wirklich arg gestört. Aber wenn sie sowas dabei haben, ist es natürlich sehr geil. Und wird natürlich auch dankend angenommen. Dann wird die Festplatte bloß
und dann bloß so hier hinein. Wird runtergeklappt und mit der Regelschraube verschraubt. Das mache ich jetzt mit den anderen beiden. Und in der Zwischenzeit, ja, werde ich hier wahrscheinlich noch ordentliche Kabelbinder reinmachen. Weil dieses komische Plastiktüten-Verzwirbel-Dingster-Klump geht mal jetzt schon auf den Senkel. Und jawohl. Bereite ich jetzt soweit alles vor. Wenn Platten alles drin sind, geht es wieder weiter. Langsam aber sicher geht es weiter. Den Kabelbinder habe ich drin. Der obere kommt noch. Hier habe ich schon mal das RGB-Kabel, was hier oben an den Controller geht. Auch schön mit festgemacht. Und ja, jetzt mache ich hier noch fest und den Rest noch fest und dann sind da mal die Kabel fest drin und dann können wir noch die SATA-Kabel auch noch mit einziehen, anschließen. Nee, SATA-Kabel. Ach, ist ja wurscht. Stromanschluss herstellen. Noch schön neilegen. Ja, und dann umdrehen geht es auf der anderen Seite weiter. Gut. Leute, ich mache da jetzt einfach mal schön gemütlich und genüsslich weiter. Ja. Und der Eutyp, wo da geschrieben hat, was für ein Fuscher. Ich glaube, der Penner weiß nicht einmal, was ein Parallelkabel beim C64 war. Wenn man den an einen C64 hinsetzen wird, der wird erst einmal heulen, weil er kein Programm geladen kriegt und er eine Maus suchen würde. Ach ja, im Übrigen empfehle ich, Kabelbinder in einem PC nie zu fest anzuziehen. Ja, und so ergibt sich das Stück für Stück, wie ich ja, den PC zusammenschuster nicht, ich baue ihn zusammen. Heute Mittag habe ich erst wieder ein Video angeschaut von einem, wo er einen PC für Mädels zusammenbaut hat. Auch irgendwie eine YouTuberin oder was weiß ich, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja, auch wieder Hokus Pokus, PC fertig, Verkabelung hat man nicht gesehen. Ja, war wahrscheinlich auch besser so. Aber ich denke, meine Verkabelung braucht man nicht verstecken. Absolut ganz und gar nicht. Haha, jetzt weiß ich ja, warum das Kabel dabei ist. Weil die sonst absolut nicht aufgehen. Also verwenden wir das doch. Schade, schade, schade. Ich hätte gern bloß das Rote da drin gehabt, aber macht nichts. Macht absolut gar nichts. Dann reicht mir hier ein Kabel. Dann reicht mir hier wirklich ein SATA-Kabel. Dann kann ich wieder eins rausoperieren. Das mache ich jetzt noch schnell. Und dann schließen wir das fertig an. Und dann geht es wirklich auf der anderen Seite weiter. So Leute, jetzt fehlen bloß noch die zwei Kabel hier. Die werden dann unten durchgezogen für die Grafikkarte. Und ich muss euch ehrlich gestehen, die Grafikkarte ist das allerletzte, was jetzt noch in diesem Rechner fehlt. Außer die Scheiben außenrum. Wir sind soweit fast fertig. Kabel, naja, nicht unbedingt das Allerschönste, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist hässlich. Da ist schon wieder dieser blöde Stecker auseinandergegangen. Sehe ich gerade. Dann muss ich glaube, um die Stecker wirklich irgendwann einmal noch ein Klebeband rum. Weil die rutschen ja alle fotznasenlang auseinander, wenn man irgendwas macht. Naja, schauen wir mal. Wenn mal die Beleuchtung nicht mehr geht, dann gucke ich danach. Wie gesagt, die komplette RGB-Beleuchtung liegt jetzt auf dem Mainboard. Ich hoffe, dass das funktioniert. Auch hier mit der Lüftersteuerung. Das werden wir dann im Testlauf sehen. Hier für die nächste Festplatte schon angeschlossen. Und die Kabel habe ich jetzt
doch Kabelbinder rumgemacht, aber ihr seht, der ist ganz locker. Das ist nur so, dass es, ja, die sind alle ganz locker. Die sind alle so, dass sie ja nur das Kabel ganz leicht zusammenhalten, nicht fest angezogen. Ich habe extra aufgepasst, dass ich in den Kabeln keine scharfe Knicke drin habe. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, zeige ich euch, was ich vorgestern noch alles gemacht habe. Hauderuck, ich sagte ja gerade schon, es fehlt bloß noch die Grafikkarte. Tja Leute, ich war so frei, ich habe den RGB-Streifen hier reingeklebt, habe die Wasserkühlung schon installiert und naja, gut, durch den RGB-Streifen drückt es jetzt ganz leicht den Deckel hier hoch, aber das ist jetzt kein Beinbruch. Das ist hier bloß ein Millimeter, das stört mich jetzt gar nicht. Aber mich stört, wenn der hinten nicht ganz eingerastet ist. So, ja. Und dann gucken wir uns die Grafikkarte an. Nehmen wir auf die andere Seite rüber. Ich glaube, ich stelle mal die Beleuchtung ein bisschen um. So, ich hoffe, man kann jetzt alles sehen. Also, hier habe ich jetzt einfach die normalen Kabel genommen. Das reicht vollkommen aus, weil an die Sleeve-Kabeln, ja, bis da das Sleeve kam, war das Kabel schon unten drin verschwunden. Und das stört mich jetzt nicht weiter. Ansonsten nehme ich noch einen schwarzen Edding und male die Kabel einfach hier auch noch schwarz an und die hier und fertig. Aber das wird jetzt dann eh hinter der Grafikkarte verschwinden alles. Die Kabel, den unteren, den sechsten, habe ich jetzt freigelassen, weil es ja geheißen hat, wenn man hier noch eine M2 reinhaut, dass das sechste deaktiviert wird. Ich hoffe, das ist wirklich dann bloß der sechste und nicht der komplette Block. Wasserpumpe geht irgendwo hier rum, kommt hier unten raus und ist hier auch nochmal am USB angeschlossen. Das ist der hier. Die Pumpe selber ist hier angeschlossen, extra dafür vorgesehen, dass die auf Volllast läuft. Ja, jetzt fehlen halt hier noch schöne, die vier schönen Speicherriegel, was ich unbedingt haben möchte. Dann können wir dazu übergehen, uns mit der Grafikkarte zu beschäftigen. Hier ist natürlich jetzt alles noch komplett leer, wird wahrscheinlich auch leer bleiben. Macht gar nichts. Und ja, weiter geht's. Jetzt muss ich bloß zuerst mal schnell was googeln. Wenn die hier dann drin steht, ja, müssten das der und der Anschluss sein. Das Wiser-Kabel. Also von der Qualität denke ich doch, dass das mit das Beste ist, was man da kaufen konnte. So, jetzt kommen die beiden Yoshis noch da unten rein. Bei denen muss man eben auch aufpassen, dass die nicht zu sehr geknickt werden. Und die Tüte ist sogar zugeschweißt. Passt der hinten und vorne nicht. Das ist ja mal blöd. Scheiße! Also passt mir das mit den Bolzen hier schon mal gar nicht. Tja Leute, da muss ich jetzt mir eine Lösung überlegen. Echt wahr. Das kotzt mich jetzt schon an. Fuck! Wir sehen uns dann wieder, wenn mir dafür was eingefallen ist. Weil ich wollte es eigentlich schon so reinstellen. Weil umsonst habe ich ja das Kabel nicht gekauft. Das wäre ja sonst totaler Scheißdreck. Ich überlege mal was. So, Zwischenlösung. Ich habe hier jetzt ein anderes Distanzstück, da eine Schraube reingedreht, dass der hier momentan bloß aufliegt.
Erhalten wird die Karte dann bloß durch den momentan. Aber die Lösung habe ich schon gefunden. Ja, Fraktal Design bietet ein extra Kabel dafür an. Naja, dann bestelle ich mir halt hier noch das original passende von Fraktal Design. Aber jetzt setze ich die Grafikkarte ein. Ja, und dann kommen noch die Stromkabel, Stromanschlüsse hier durch, werden angesteckt. Und wenn das alles passiert ist, zeige ich es euch. So, Freunde, soll ich euch was sagen? Wir können die Folie innen abziehen. Und dann hoffe ich, dass ich den Deckel überhaupt noch zukriege hier. Nicht, dass mir das Ganze zu sehr klemmt. Wo klemmt? Habe ich den überhaupt ganz drin? Hä? Tja, man sollte den Deckel vielleicht auch richtig rum einführen. So rum gehört er rein. Und geht er noch zu oder geht er nicht mehr zu? Michi, zeig mir vorhin doch einer. Jo, ich komme. Also noch klemmt er ein bisschen. Kein Wunder hier am Kabel. Aber jetzt muss ich erstmal ans Telefon gehen. Und dann kommt erst die Front drauf. Also wie gesagt, kleine Planänderung. Machen wir zuerst das Frontteil drauf. Ja, das hätten wir ja gar nicht runter machen müssen, aber wichsen hin und her wuchten, war mir das lieber, dass das wegkommt. Und ja, ich habe gerade eben eine Kippe in der Gosche. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch wurscht. So, auch ein Husten habe ich auch. Und ich will jetzt einfach nur noch fertig werden, dass das Ding endlich läuft. Also hier habe ich noch leichten Druck auf der Pipeline. Das ist der Kabelstrang hier. Da muss ich jetzt noch ein klein bisschen nachhelfen. Das mache ich jetzt aber offline, dass der noch ein bisschen neu wandert, dass der nicht so gegen die Scheibe drückt. Und wie ich schon gesagt habe, das sind halt Sachen und Probleme, das seht ihr bei anderen nicht. Weil da macht es bloß immer plopp und die Rechner sind fertig. Also man kann hier wunderbar beobachten, wo es noch ein bisschen drückt. Und dann die Kabel noch ein bisschen ausbreiten. Ich glaube, den hier lassen wir weg. Machen hier die Kabel ein bisschen auseinander. So. Den hier mache ich auf. Und lass den Steckerbart hier draußen. Und dann probieren wir wieder. Bingo! Sieht das nicht geil aus? So, und jetzt muss ich bloß noch die blöden Schrauben finden. Ja Leute, ich wage es wirklich, den Rechner komplett zuzuschrauben. In der Hoffnung, dass ich nichts vergessen habe und dass alles soweit passt. Leck mich am Ärmel, ist das Ding schwer geworden. Tja, die schwanzelt hier halt jetzt noch ein bisschen rum, liegt eben unten bloß auf. Es würde auch gehen, aber mir gefällt es nicht so ganz. Ich möchte es unten sauber verschraubt haben. Ich hätte auch da jetzt neue Löcher bohren können, das alles ausmessen und. Naja, habe ich überall zu allen keinen Bock und sind hier jetzt auch noch Aufkleber drauf. So
durchsichtige. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und vielleicht hole ich mir ja auch noch einen RGB-Streifen, klebe den hier unten rein. Ach, ja. Wer weiß, was noch alles kommt. Aber jetzt hole ich das andere Seitenteil. Oh, vom Tisch hin und her schieben habe ich hier oben leichte Kratzer drin. Ach, leck mich doch am Arsch. Tja, damit muss ich jetzt leben. So, Leute. Somit wäre das Ding jetzt erst einmal hoffentlich einsatzbereit. Ich trage ihn jetzt vor, stecken an und dann gucken wir doch, ob er was tut. Na, ich hoffe doch. Geil. Also, wir sehen uns vorne. So, Freunde. Bei mir unterm Tisch ist jetzt nicht das Sauberste vom Kabelverlegen her. Aber jetzt schalten wir den hier mal ein. Das Netzteil muss ich noch einschalten. Also, ich habe noch nichts angehabt. Hey, seht ihr das da drin? Ah ja, also wenn Strom drauf ist, leuchtet das schon mal. Und? Hoppupsa, der bläst nicht schlecht. Aha, einmal Vollgas, dann wieder runter. Hier leuchtet bloß eins. Das ist schon mal blöd. Da oben leuchtet gar nichts. Ich vermute, dass hinten wieder was rausgesprungen ist. Ich probiere jetzt den Rechner erst einmal zu starten. CPU Fan Error Presse. Okay. Also. New CPU installed. Please enter setup to config your system. CPU Fan Error. Press F1 to run setup. Okay, also könnte es sein, dass man das Ding einmal abändert. Naja, also ich gucke jetzt einmal und dann sehen wir weiter. Maus funktioniert schon mal. Englisch, Deutsch. Boah, Gott sei Dank, ein BIOS in Deutsch. Okay. Also ich spiele mir jetzt damit ab und dann, wenn ich soweit habe, sage ich euch Bescheid. Und was ich noch sagen wollte. Eine Clear Install, Windows. Also das Windows komplett neu aufspielen, wäre wahrscheinlich ratsam, sinnvoll, kommt auch noch. Aber dazu habe ich jetzt einfach keinen Bock und keinen Nerv. Ich probiere jetzt einfach das System mit dem alten Windows so zu starten. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Installieren kann ich ja immer noch neu. Also das mit der RGB-Beleuchtung hat mir keine Ruhe gelassen. Jetzt gehen sie alle. Und es war tatsächlich wieder der eine ganz spezielle Stecker, mein Kumpel da, hey. Also, ich vermute, das Mainboard hat gegoschert, weil hier kein Lüfter an Fan 1 angeschlossen war. Weil der hätte dann das dann wahrscheinlich auch mit gesteuert über den CPU-Lüfter, aber das ist ja kein CPU-Lüfter. Egal. Nee, eigentlich sollte ich es doch so anschließen. Nee, ich habe das jetzt auf den anderen angeschlossen und so lasse ich das jetzt. Und der hier ist es jetzt eben, wo runter geht. Und ich bin ja echt gespannt, ob ich die anderen Lüfter damit steuern kann. Weiß ich noch nicht. Jetzt mache ich die Kabel hier wieder fest. Das lege ich wieder hier rein. Das drücke ich alles wieder schön rein, dass der Deckel wieder sauber schließt. Und dann gehen wir wieder vor. Und Leute, was soll ich sagen? Wir sehen uns vorne wieder. So, Freunde, nächster Versuch. Ich habe jetzt doch die oberen Lüfter am CPU-Anschlusslüfter angeschlossen. Na, vielleicht hätte ich ja hinten auch nur einen anstecken müssen auf CPU-Ausgang, aber egal. Dann wären die getrennt regelbar, das ist mir auch ganz recht. Jetzt habe ich den Salat, jetzt muss ich einen Clean-Install machen.
Also sprich auf die M2 SSD komplett neu Windows ausspielen, weil der hat mir irgendwie nichts erkannt. Jetzt habe ich auch alle anderen Festplatten abgeklemmt und ja, egal, hauen wir es neu drauf und dann gucken wir mal.